Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Pferd gesehen? Mein Pferd, wo ist es denn? Ach, da ist es ja. Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau. Wo ist es denn? Wo ist es? Es ist so eine Stute. Eine Schimmlige. Nee, nicht, was Sie jetzt denken. Ja, nicht alt. Sie ist noch jung. Sehr jung. Ein Schimmel, beziehungsweise eine Schimmelin, ja? Und stark, sehr, sehr stark, also mindestens so 17 PS, ja? Haben Sie nicht irgendwie irgendwo gesehen? Weil Sie wissen doch, was ein Pferd ist, nicht? Sowas mit vier Beinen, ja? Und in der Mitte wahnsinnig viel Platz, damit man da auch... damit das Mittagessen gut durchgeschüttelt wird, nicht? Haben Sie dich irgendwo gesehen? Sie heißt Nofretete. Wegen langen Hals, so, ja? Nofretete? Nix. Ein wunderbares Tier. Also fast schon kein Tier mehr, ja? Mehr wie ein, wie ein richtiges Pferd schon. Fast, ja? Also, es hat hier einen Schwanz und da einen Kopf. Ja, entschuldigt, das ist natürlich völlig falsch. Es hat da einen Kopf und da einen Schwanz. So, ja. Oh mein Gott, also ohne dieses Pferd, wir haben uns nämlich sehr gemocht. Ja. Wir waren sozusagen unzertrennlich. Das Einzige, was uns trennte, war dieser Sattel hier. Also wenn ich dieses Pferd nicht wiederkriege, dann kann ich gleich auch noch den Sattel hier wegschmeißen. Haben Sie nicht so ein kleines, schimmliges Pferd gesehen? Es sah aus wie soll ich Ihnen das beschreiben? Also wir waren uns irgendwie sehr ähnlich. Ja? Ich meine, wir hatten dieselben Hobbys, ja, so zum Beispiel Reiten, ja. Reiten oder essen. Oh, und trinken. Oh mein Gott, also das Vieh hat... Was meinen Sie, wie oft die nach Hause tragen musste? Und sensibel, ja, wenn man die so schräg von der Seite ansah, ja, da hat die tagelang keinen Dünger mehr gemacht. Nicht einen Apfel, ja? Und was meinen Sie, wie die Spatzen da sauer waren, ja? Und wie die sich gerecht haben, die Spatzen, also... Ja, und laufen kann die, laufen. Wie geschmiert, die braucht kein Öl, ja? Der Vater war ein Araber. Ein arabischer Hengst, meine ich natürlich, ja. Und die Mutter war eine Geborene. Toll, was? Eine echte Geborene. Geborene von Cheval. Nofretete! Was ist denn das? Nee, das ist sie nicht. Das heißt, vielleicht verstellt sie sich nur. Nofretete? Wie verstellt sich das Aas? Er hat Angst vor Indianern. Also ich kann Ihnen nämlich verraten, ich komme gerade von einem Indianerüberfall. Ja, das hätten Sie nicht gedacht, was? Ja, hier, Fall. Habe ich noch mal ganz schön Schwein gehabt, was? Da stellen Sie ja vor, der wäre vergiftet gewesen. Nicht? Und ich kann Ihnen sagen, die Weiber sind hinter einem her. Weil mit so einem Pfeil durch die Brust, ja? Die denken ja alle, man käme direkt von Amor, nicht? Denken die, naja. Ja. Ein bisschen hinderlich ist es natürlich, wenn man so die Kleidung wechseln will, nicht? Aber das tut man im Western ja nie, nicht? Oder haben Sie schon mal erlebt, dass jemand im Western seine Kleidung so? Nie, nicht? Nie. Immer dieselben Klamotten, ja? Das macht ja auch die Atmosphäre im Western, ne? Die Atmosphäre, nicht? Apropos Western, ja, also das Wort kommt ja daher, weil man immer dieselbe Weste anhat.
es gibt schwarz-weiße Western und farbige Western und Silvestern. Oh, ja, jetzt zeigt der Pfeil doch schon langsam Wirkung, nicht? Nofretete! Löwengebrüll? Das ist sie nicht. Das hat sie nicht drauf. Tja, der wilde Westen, nicht? Wieso eigentlich wild? Will ich Ihnen mal kurz erklären, ja? Also, zu Anfang war der wilde Westen ja eigentlich ganz friedlich, ja? Das war einfach nur so der Westen, ganz schlicht. Der lag da so rum, der Westen, in der Sonne oder im Regen, ja? Hielt da so Maulaffenfall, so, ja? Ja, ab und zu liefen so ein paar Indianer über ihm rum oder eine Büffelherde, aber das juckte den ja wenig. Und wenn, dann kratzte der sich mal und ihm war es wieder gut, ja? Und dann kam eines Tages die Eisenbahn. Und so stellen Sie sich mal vor, auf Ihnen würden da laufend so Eisenbahnen rumfahren, ja? Da würden Sie auch ganz schön wild werden. Und das tat der Westen auch. Und schon war er der wilde Westen, nicht? So ein Mann. Und nun wollten den wilden Westen natürlich alle bändigen, ja? Da kamen sie also, die Bändiger. Die kamen allerdings lebendiger, als sie gingen, nicht? Entschuldigung. Nee, ich spiele im Moment mal nicht mehr mit, ja? tut mir leid. Hier habt ihr wenigstens schon mal meinen Skalp, ja? Hier, ja. Da könnt ihr schon mal einen kleinen Friseurladen mit aufmachen, nicht? Merken Sie was? Die wollen mich provozieren. Ich bin nämlich ein gefürchteter Schütze. Genau, ja, hier ist so eine Münze, ja? Achtung. Hopp. Ah, hier. Ach, da bewegt sich ja was hinter dem Felsen. Die hat sich versteckt, das Luder. Na, die hol ich mir doch mit dem Lasso. Da wird sie sich freuen, meine kleine Nofretete. Wird eine Überraschung werden. Ja, hopp, getroffen. Na, nun komm doch, du liebes, gutes Tierchen. Na, komm doch, Fretetelein. Nun komm doch, du dummes Tier, du alte Schindmeer, du blödes Schwein. Komm doch endlich. Nofretete! Hallo? Hallo? Hey! Ja! Oh! Sorry, Mister. Ist was doch? Ja, wie lange fahren wir noch, Mister? Eine halbe Stunde, wenn alles gut geht. Mhm. Thank you. Und nochmal, sorry. Nichtraucher. Raucher? Bitte? Ja. Hier, das hilft. Danke. Überfall gilt mir. Hier, heben Sie das für mich auf. Ich vertraue Ihnen. Los, stecken Sie schon ein. Los, rauskommen. Was wollt ihr? Ein Auge will ich sprechen.
Du hast wohl gedacht, ich finde dich nicht. Was willst du? Den Diamant. Komm, steig aus. Aber mit Gepäck. Aber Gentlemen, das kann man doch auch alles friedlich regeln. Nimm doch mal die Brille ab. Ja. Damit du den richtigen Eindruck von mir hast. Meine Visitenkarte. Hier, die Reserve. Wenn wir uns das nächste Mal sehen. Meine Lieblinge, komm doch zu Onkel Didi. Komm. Hier, oh, komm zu Onkel Didi. Ach, hier, mein Liebling. Oh, da ist noch einer. Also los, Mister, ich hab's eilig. Tschü. Ich bin die beste der Liebling des Saisons. Ich hab ein Bier oder Kloss in meinem Ballon. Doch will mich wer begleiten, klauen aus dem Saal, dem Hauerchen. Ich bin die Fischeloda, der Liebling des Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Pedal. Da. Kleine Brille. Meine Braut fasst keiner an! Sorry, Madam. Sie wünschen, Sir? Moment, please. Ein ruhiges Zimmer, Südseite. Südseite? Ja, und dann gleich ein Bad. Und ein Glas Milch, bitte lauwarm. Milch? Habt ihr das gehört? Milch? Hier gibt's Whisky. Ein Auge. Ein Auge. Ein Auge. Gloria, führe den Gentleman auf Zimmer 7. Sie werden sehr zufrieden sein, Sir. Hands up! Umdrehen! Aber zack, zack! Das Bad ist gerichtet, Sir. Ja, danke.
Mister? Ja? Sie haben was verloren, Mister. Oh, mein Beutel. Oh, was ist denn da drin? Ja, was ist denn da drin? Oh, lassen Sie mich bitte allein, ja? Neues Wasser dauert aber ein bisschen. Na gut. Und eine neue Milch. Aber lauwarm, bitte. Schweinerei. Riesenüberschwemmung. Whisky pur. Schönen blauen Augen. Spiel mir mal Ramona. Ich hab doch gar keine blauen Augen. Nein. Entschuldigung. Mister, Herr Wirt. Geh mal eben zum Barbier. Können Sie mir einen empfehlen? Gleich nebenan, Mister. Ah, danke. Vielen Dank. Na, 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 na. Und Strottern tut er auch noch. Dieses Luder braucht ein besseres Versteck. Whisky pur, habe ich gesagt. Ja, damit du den richtigen Eindruck von mir hast. Wo ist der Diamant? In meinem Zimmer, im Beutel. Du lügst, ich war dort. Der Beutel ist leer. Also wo? Versteckt. Wo? Unter einem Deckel. Unter was? Unter einem Steindeckel, vergraben. Ab wo? In Sichtweite. Gut. Für mich hin. Den Kerl erwische. Da. Darüber. Hands up. Hands up. Eindruck von mir hast. Da! Deine Mutter! Umdrehen! Jetzt zu Ende.
Wo ist es? Hier ist es. Hier? Ja, da ist ja auch der geknickte Zweig und da läuft ja auch die Ameise. Ach, da ist ja auch der Stein. Los, graben! Das dauerte ewig. Geh schon her. Rühr dich nicht von der Stelle. Da. Entschuldigung, ist das Absicht? Können Sie nicht ein bisschen mehr da lang oder da? Reicht genug. Was ist denn das? Hilfe! Und rühr dich nicht von der Stelle! Hilfe! Wir sehen uns wieder! Übrigens, Sie können wieder baden, Sir. Ja, hat sich erledigt. Die Rechnung bitte. Ich reise ab. Ach, Sie wollen abreisen? Mit meinem Stein? Nee, hab ich gut verwahrt. Wenn man mir was anvertraut. Wo? Bitte? Wo ist mein Stein? Wo ist mein Stein? Da hab ich gut versteckt. Moment. Gut, was? Eine billige Imitation. Wo ist mein Stein? Das ist er nicht. Ist er nicht? Ist er doch? Pass auf, Doc. Ich gebe dir eine halbe Stunde. Dann ist der Stein wieder da. Wenn nicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur eine halbe Stunde. Wenn ich nur wüsste, wer denn... Die Mieze. Klar, Mensch, die hatten. Sorry, Madame, den Stein bitte, ja? Oh. Hol ihn dir. Nee. Na? Und nun? Und nun den Stein bitte, ja? Ja, bedien dich. Oh, weia. Wo ist der Kerl? Wer? Oh, entschuldige, Gloria. Mach gefällig die Tür zu. Nach oben. Ja. Also dann. Ich muss hier weg. Fenster, sehr gut. Also bei Gloria ist er. Na, warte. Verstecken. Bitte helfen Sie mir. Also unterstehen Sie sich, im Zimmer einer Dame einzudringen? Hilfe! Hallo, hallo! Helfen Sie mir, Mann! Geben Sie mir Ihre Hand!
Entschuldigen Sie, Madame. Hm. Tust. Ich hoffe, du suchst meinen Stein. Ja. Noch 10 Minuten. Oh Gott, noch 10 Minuten. Den Stein, bitte, bitte. Bitte, bitte. Nee, 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 nee. Ich muss mich verbarrikadieren. Immer noch. Wie komme ich denn hier bloß weg? Ich hab deine Idee. Rasier dich erst mal. Hm? Ach so. 2 Karten. Du hast gemogelt. Karte auf den Tisch. Na also, wo ich spiele, wird ehrlich gepokert. Na, Süße? Zieh Leine. Ist nicht mein Typ. Brauch was Handfesteres. Wie wär's denn mit der da? Na, Täubchen, was trinken wir denn? Milch, aber lauwarm, bitte. Ach was, Champagner für die Lady. Die schnappt uns die Freier weg. Die kauf ich mir. Das mache ich schon. Champagner für die Lady. Lüscht die weg. Los, setz dich. Los. Los, runter. Blöder Hund, komm da jetzt rauf. Nochmal. Los, schnell. Ja,
Ja. Auf Wiedersehen. Bitte? Vergiss mich nicht. Ich werde immer auf dich warten. Auf mich? Warum denn? Du bist so anders. Wie meint denn das? Wiedersehen. Mein Fuß! Fuß! Ich bin schon mal oben. Mist. Komm her! Pass auf, Dicker! Pass auf schon, Dicker! Also bis gleich. Bestell schon mal eine Runde. Tschüss. Ach, Gott sei Dank. Gerettet. Mein Gott, bin ich fertig. Solche kleinen Räder. Sauf schneller, Dicker! Sauf schneller! Sauf! Sauf! Ja, brav! Oh, schon da! Erst mal umziehen. Brav, Dicker! Brav hast du. Tag. Ein schöner Ort. Was für ein Unterschied zu dem anderen. Tag. Eine Milch, bitte. Ach, Sie hier? Sie haben wohl eine Saloonkette. Da bist du. Ein Stein hier. Hab ich nicht mehr. Ist mir abhanden gekommen. Erzähl das deinen Schmetterling. Ich gebe dir 10 Sekunden Zeit. 1, 2, 3. Sauf nicht zu viel. Du kannst ja gar nicht mehr schießen. Ich treffe immer. Angeber. 6. Auch den Haken da oben. Kleinigkeit. 7. Na los. 9. 10. Der Kerl da oben gewollt. Gloria. Hm?
Moment. Moment. Der rechtmäßige Besitzer will mich erschießen. Achtung! Das sollst du mir büßen. 20 Schritt Abstand. Nur? Das ist die Regel. Los, hol sie dir. Ich möchte lieber mit meiner eigenen Waffe, ja? Meine Tasche. Hier. Moment, man muss erst laden, ja? Darf ich als Erster? Bitte sehr. Du! Ein Taschentuch! Erst die Kanonen weg und dann das Taschentuch. Von mir aus. Ich will mein Pferd. Ja, erst den Diamanten, dann das Pferd. Von mir aus. Wo ist mein Pferd? Ich hab ihn. Wo ist er denn? Sie sind verhaftet. Die Belohnung ist Ihre. Bitte geh nicht fort von mir.
Blei. Nein, ich muss zu meinen Schmetterlingen. Gut, wenn es denn so sein soll. Ich besorge dir nur noch schnell ein Reittier. Ja. Es ist das ruhigste Tier am Ort. Es kennt den Weg ganz allein. Ja. Küsschen. Also dann. Adieu. Tschüss. Thank you.